Mein Name ist Heiner Müller, ich bewirtschafte hier den Familienbetrieb, den Sinnstedter Hof. Dieser liegt im Rheinland, genauer gesagt in Rommerskirchen. Das liegt zwischen Aachen und Köln. Wir bewirtschaften hier einen Ackerbaubetrieb mit Schwerpunkt Industriekartoffelanbau für die Pommes frites und Chipsproduktion. Zusätzlich bauen wir noch Getreide, Winterweizen, Zuckerrüben, Winterraps und Speisemöhren an. Durch die Vielzahl meiner Schläge und Kulturen hilft mir Xavio dabei, Pflanzenschutzmaßnahmen und Düngemaßnahmen zielgerecht und punktgenau durchzuführen. Wenn ich das Programm öffne, gibt Xavio mir eine Pflanzenschutzempfehlung, zum Beispiel im Winterweizen. Und damit kann ich mir Produkte in dem Programm aussuchen und dann Pflanzenschutzmaßnahmen oder Applikationskarten erstellen. Das heißt, ich gehe hin, suche mir ein Pflanzenschutzmittel aus, für zum Beispiel die Ehrenbehandlung, gebe eine Wasseraufwandsmenge vor, gebe eine Aufwandmenge des Produktes vor, eine Maximalaufwandmenge. Und das Programm hilft mir dabei, die Zonen in der Fläche, die eine hohe Bestandesdichte haben, mit mehr Pflanzenschutzmittel zu versorgen und Zonen mit einer niedrigen Bestandesdichte mit weniger Pflanzenschutzmittel zu versorgen. Dabei werden Applikationskarten über Satellitenbilder erstellt, mir zur Verfügung gestellt. Die wähle ich aus. Die kann ich auch dann noch ändern, wenn mir die Werte, die vorgegeben sind, nicht passen. Diese Karten werden abgespeichert in Xavio und dann kann ich diese Karten an den Agri-Router senden. Der Mitarbeiter kann dann mit der MyAmaRouter-App die Daten aus dem Agri-Router empfangen, an das Amatron 4 per WLAN überspielen. Damit ist die Applikationskarte im Amatron 4 angekommen und er kann sie sofort an Ort und Stelle einsehen und auch abarbeiten. Maßnahme beendet ist auf dem Schlag, wird die Ist-Wertkarte dann wieder zurück an den Agri-Router geschickt. Und kann dann von mir wieder im Büro vom Agri-Router abgeholt werden und in der Ackerschlagkartei verwendet werden.